Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo in Jurassic World Evolution 2. Und als allererstes schauen wir uns eine Mod an, die einen schwimmenden Spinosaurus ins Spiel bringt, der in der Lagune schwimmt. Wir hatten schon mal so eine Mod, aber diese gefällt mir nochmal wesentlich besser. Die hat richtig coole Skins. Ja, mal durchwechseln hier. Dann seht ihr auch, dass die variieren. Und die Bewegungen sehen auch sehr gut aus. Leider ist das aber eine Replacement-Mod. Das heißt, es ist keine neue Spezies, die ins Spiel kommt. Überschreibt den Tylosaurus. Aber das hat auch einen Vorteil, weil bei vielen neuen Spezies-Mods sind halt die Animationen so ein bisschen verbuggt. Also die funktionieren nicht richtig. Das heißt, dadurch, dass das eine Replacement-Mod ist, funktioniert das alles. Da kann man dann halt auch Kampfanimationen sehen, das Pressen von den Fischen und so funktioniert richtig. Und da muss ich schon sagen, dass das mir schon wichtig ist. Gerade bei so Unterwasserlebewesen finde ich die Animation sehr cool. Ich hoffe, wir sehen jetzt auch mal noch die ein oder andere Animation. Aber die Schwimmbewegung sieht schon mal nicht schlecht aus, finde ich. Sieht manchmal ein bisschen, wenn er so um die, also sich so dreht, das sieht ein bisschen steif aus, aber es ist trotzdem nicht schlecht. Ich hätte es noch cool gefunden, wäre das Model so ein bisschen angepasst worden, dass hier zum Beispiel ein bisschen eine Schwimmflosse ist. Ist jetzt, glaube ich, einfach der Original Spinosaurus aus dem Spiel. Wobei das Rückensegel so ein bisschen anders, glaube ich, aussieht. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist halt schwer zu erkennen, weil die Körperhaltung so anders ist. Jetzt sehen wir hoffentlich gleich noch, wie er hier den Chrono angreift. Das ging sehr, sehr zackig. Aber die Animationen funktionieren gut. Sieht auch ganz cool aus, wenn das Segel so über dem Wasser ist. Jetzt taucht er gerade wieder unter. Weil will irgendwie die Attenborus noch nicht angreifen. Keine Ahnung, woran das liegt. Oh, jetzt passiert es endlich. Er ist auf der Jagd. Er trifft den wirklich richtig gut, ne? An der Flosse und dann am Hals. Und jetzt hat er ihn erledigt. Die Animationen funktionieren wirklich richtig gut. Jetzt dürfte er gleich in die Mauer krachen. Ja, die Animation sieht auch richtig gut aus. Und jetzt zeigt ihn gerade der Moser nochmal, wer ja der wahre König unter Wasser ist. Das war's mit dem Spino. Und das hier ist eine New Species Mod. Der Megalania. Den kennt man ja aus Ark. Sieht so ein bisschen aus wie ein prähistorischer Komodo-Varan, würde ich sagen. Sieht auch lustig aus, wenn der rennt. Der rennt gerade einer Minecraft-Ziege hinterher. Aber der wird ihn wahrscheinlich nicht kriegen. Meistens so. Falls er sie kriegt, dann werdet ihr sehen, wie blöd, das ist mit den Animationen bei so New Species Mods meistens. Versuche immer den Weg abzuschneiden, der Ziege. Vielleicht bringt das was. Sieht auf jeden Fall lustig aus, wie er da hinterher hielt. Da ist kein Weg, Ziege. Da auch nicht. Er kriegt sie halt trotzdem nicht. Hey, ich helfe dir hier schon. Das ist halt genau das, was ich meine. Das liegt auch nicht an der Minecraft-Ziege. Also die funktioniert ganz normal wie eine normale Ziege auch.
Finde ich halt ein bisschen blöd, dass diese Animationen nicht funktionieren bei vielen New Species Mods. Beziehungsweise, ich glaube, bei allen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Er rennt hier direkt schon wieder hinterher. Aber es gibt, glaube ich, auch Animationen, die teilweise funktionieren. Sowas wie Sozialisieren oder sowas. Oh, jetzt kämpfen die sogar gegeneinander. Okay, die funktioniert aber, die Animation. Das ist ja cool. Ich kann den jetzt ja mal ein bisschen schwächen hier. Vielleicht sehen wir dann auch einen Finisher. Das wäre nice. Aber ich denke mal, das ist eigentlich gerade nur ein Machtkampf. Und den Alpha-Status. Okay, hat aber geklappt. Der Arm ist umgeknickt. Das ist ja witzig. Der ist einfach blasser geworden. Oh, jetzt fressen sie auch. Können wir uns auch nochmal angucken, ob das funktioniert. Oh, die funktioniert auch super, die Animation. Steigt hier sogar vernünftig drauf. Ja, sieht doch alles ganz gut aus. Aber das dürfte auch vom Dimetrodon das Model sein. Ich wollte jetzt aber nochmal in den Species Viewer gehen mit euch gemeinsam, weil der hat sehr, sehr viele Skins, die ich euch gerne zeigen wollte. Zumindest einmal so einen groben Überblick. Hier gibt es dann auch wieder viele Hautfarben. Kann man halt viel einstellen. Und dann natürlich auch noch Muster. Also es ist sehr, sehr variabel, sage ich mal. Finde ich schon echt cool, dass man da so viele Möglichkeiten hat. Und es gibt sogar drei richtige Skins noch. Den hatten wir jetzt gerade. Alpha Male Megalania Skin Variant. Ich glaube, den hatte ich gerade freigelassen. Dann gibt es das auch noch als Female. Das ist dann so eine weiße Variante mit Blau. Und das hier ist Komodo Dragon. Okay, da haben wir sogar den Komodo Varan. Das sieht ja auch richtig cool aus. Und das hier ist die nächste Mod, die wir uns angucken. Wieder eine New Species Mod. Der U-Tyrannus. Da bin ich jetzt auch gleich mal gespannt, wie das mit den Animationen aussieht. Optisch gefällt er mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Der hat auch schönes Fell hier oben. Und das sieht auch richtig gut aus, das Fell, muss man sagen. Hier sind auch überall einzelne Federn. Könnte auch so ein bisschen plüschiger sein, aber das ist bei den meisten Mods immer nicht so. Glaube ich, sehr, sehr schwierig umzusetzen, dass das wirklich nach krassen Fell aussieht. Jetzt machen die ja sozialisieren. Okay, die Animation sah ja schon mal sehr gut aus. Aber ich glaube, die kämpfen jetzt gegeneinander, so wie es aussieht. Okay. Und im Hintergrund frisst er auch. Also wir sehen hier gerade viele Animationen gleichzeitig. Der Strophemimus, der läuft da auch im Hintergrund. Okay, die Animation ist schon mal verbuggt. Ja, das ist immer ein bisschen blöd, ne? Hey, jetzt ging's aber. Seltsam. Oh, die haben sogar hier miteinander interagiert, am Futterspender. Oh, da läuft die Kurven besser, der Juti. Ich komme mit der Kamera gar nicht hinterher. Ich glaube, der kriegt den nicht. Ah, doch. Aber auch hier eine verbuggte Animation. Und auch hier schauen wir nochmal schnell in den Species Viewer, damit ihr die verschiedenen Skins sehen könnt. Oh, hier, der ist schön weiß. Den hätte ich mal nehmen sollen. Der hätte gut in den Schnee gepasst. Ich habe den weißen, glaube ich, ausgewählt. Oder, nee, den hier. Oder den? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der blaue Skin hier wäre perfekt gewesen. Oh, da gibt es auch so grüne. Sieht auch cool aus. Nehmen wir jetzt mal den. Und dann kann man natürlich auch noch kombinieren.
Die Kombo finde ich sehr, sehr gut. Aber es ist wieder schön, dass man so viel Farbauswahl hat. Mag ich sehr gerne. Ah, sieht doch ganz cool aus, der U-Tyrannus. Was war das denn? Okay. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Okay, was passiert hier gerade? Das ist auf jeden Fall die letzte Mod für heute. Der Mega-Raptor. Und der ist jetzt irgendwie noch gruseliger, als er eh schon ist. So wie er da rausgekommen ist. Das war ja wie in so einem Horror-Game. Okay, krass. Ja, aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das hatte ich sonst nicht. Liegt das vielleicht an der Brutstation? Okay, was auch immer hier gerade passiert. Es ist auf jeden Fall lustig. Kommt immer wieder raus. Aber so komisch. Okay. Ein sehr interessanter Bug, muss man sagen. Entfernen wir die Brutstation. Geht natürlich nicht. Machen wir die mal weg. Okay. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal wieder. In einer anderen Brutstation. Oh nein, jetzt habe ich gar nicht die Aufnahmetaste gedrückt. Ich hatte gerade schon einen freigelassen. Das hat funktioniert. Egal, machen wir noch einen. Es geht auf jeden Fall jetzt. Das habe ich schon rausgefunden. Das hier ist der Megaraptor. Oh, interessanter Skin. Den anderen, den ich freigelassen habe, der sieht sehr viel farbenfroher noch aus. Der ist schon cool, der sieht echt bedrohlich aus. Ich habe übrigens gerade die Mod nochmal neu installiert. Kann sein, dass die geupdatet wurde und dass der jetzt wieder funktioniert. Oder das liegt halt an der Brutstation, das kann auch sein. Weiß ich nicht. Den Bug davor, den wir gerade hatten, den hatte ich vorher aber auf jeden Fall noch nie. Auch hier schauen wir nochmal schnell uns die Skins an. Oh, das sieht cool aus. Hier gibt es auch wieder richtig farbenfrohe Skins. Ah, hat was. Das dürfte der Schrei vom Scorpius Rex sein, also die Animation. Das heißt, der benutzt das Skelett und die Animation von dem. Das finde ich sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall der Megaraptor. Auch eine richtig coole Mod. Alle Mods, die ich euch gerade gezeigt habe, sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann könnt ihr die auch mal selber ausprobieren. Ich hoffe, dieses Vorstellungsvideo hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.